Also ich darf mich noch mal kurz genau vorstellen. Ich bin Martin Auer, seit über 6 Jahren bei der Firma Dehn und kümmere mich hier eben hauptgewerblich um das Thema Sicherheitstechnik und um Schwachstromanlagen und bin dort sehr aktiv in den Verbänden ZVEI, BHE und bin deutschlandweit als Anschubpartner eben für Sie auch da, wenn es um Brandmeldeanlagen geht, Einbruchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, und dann schauen wir uns das einfach gerne mal zusammen an. Ja, schönes Bild, würde man sagen, oder? Schön anzuschauen, wenn man vom Fenster steht, aber ein gewisses Gefahrenpotenzial ist auch gegeben. Sei es jetzt hier durch atmosphärische Blitzeinkopplungen in elektrischen Leitungen und leitfähigen Systemen oder am gefährlichsten der direkte Blitzeinschlag in unsere elektrischen Systeme und Versorgungsnetze. Und nicht nur, sage ich mal, die Energienetze sind davon betroffen, sondern auch die Sicherheitstechnik. Und insbesondere dann ist natürlich hier der Fall, wir haben hier sehr hohe Spannungen, angefangen vielleicht bei 100.000 Volt bis zu mehreren Millionen Volt. Und ein sehr hoher Strom, und das in einer sehr kurzen Zeit, in wenigen Mikro- oder Millisekunden und mit einer riesen Energiemenge. Und das ist eben, was vielfach auch draußen passiert, dass Anlagen dazu beschädigt werden. Und wir haben auch schon ein bisschen Schadenszahlen gehört. Also wir haben, es sind jetzt Zahlen aus 2021, ungefähr 2 Millionen Blitzschläge, also nicht nur die direkten Einschläge, sondern auch die Wolke-Wolke-Blitzeinschläge. Und die sind natürlich hier das große Problem. Und der Schadensradius, den man hier auch vorfinden kann, das hat übrigens auch der VDS ermittelt, in 2007 mit einer eigenen Studie, kann bis zu 2 Kilometer Entfernungen für Beschädigungen eben sorgen. Und 80% der Überspannungen oder der Schäden sind durch Überspannungen verursacht. Also nicht der direkte Blitzeinschlag ist unser Hauptproblem, sondern die nahen Blitzeinschläge an Gebäuden und die Einkopplungen, die über Energienetze bzw. über Datentechniknetze in den Gebäuden vorfinden. Ja. So, und jetzt zum Thema. Wir haben hier gemeinsam im ZVI-Kreis mit dem BHE, mit dem VDS diese Merkblätter überarbeitet. Also, wie geht man bei Brandmeldeanlagen, bei Gefahrmeldeanlagen um? Auf der linken Seite mit Überspannungsschäden, wenn diese denn aufgetreten sind. Und das andere ist eine zweite überarbeitete Auflage bei Blitz- und Überspannung Schutz für Gefahrmeldeanlagen. Mit ungefähr 20 Seiten, wo das Thema anhand normativer Hintergründe, baurechtlicher Hintergründe und auch technischer Gegebenheiten erklärt wird. Genau. Wir vielleicht kennen von Ihnen einige das alte Merkblatt oder die VDS-Richtlinie 3543 aus 2008. Und diese wurde dann eben auch umgesetzt hier in das neue Merkblatt eben bei Verfahrensweise, bei Blitz- und Überspannungsschäden an Gefahrmeldeanlagen. Ja, schauen wir uns doch mal genau dieses Merkblatt dann auch an. Also generell möchten wir hier damit aufzeigen, welche Einflussfaktoren bei Schäden durch Blitz und Überspannungen relevant sind und die konkreten Handlungsoptionen aufzeigen. Ja, und damit auch natürlich aufklären im Schadenfall für die Errichter, für die Betreiber und für die gesamten Beteiligten in diesem Prozess. Ja, natürlich findet man dort auch ein paar einleitende Worte. Eine Begriffsbestimmung, das ist sehr wichtig, damit man genau weiß, welche Begrifflichkeiten werden dort drin verwendet, was ist zum Beispiel eine Blitzschutzzone und dergleichen. Und natürlich auch die Betrachtungen zu ziehen, ein äußerer Blitzschutz, ein innerer Blitzschutz, Potenzialausgleich und was sind Überspannungen. Und wenn man diese Grafik, diese Abbildung 1 dort auf der Seite sieht, dann ist so ein Schutzkonzept natürlich von beiden Richtungen her zu denken. Also nicht nur vom Energienetz, sondern auch auf der Schwachstromseite, bei der Gefahrmeldeanlage, bei der Telefonzuleitung und natürlich gegebenenfalls auch bei Antennenanlagen bzw. bei Signalgebern, bei Wählgeräten und ähnlichen Installationen. Und damit benötigt man auch, weil wir natürlich auch Potenzialhebungen über den Potenzialausgleich haben können, über die Erdungsanlage, auch den passenden Schutz dort an der Stelle. Und sicherlich, hier gibt es keine Schadenstatistiken, aber es gibt sehr viele ausgefallene Gefahrmeldeanlagen immer wieder mal durch Blitz und Überspannung.
schauen wir uns doch einfach mal nochmal genau hinein. Plausibilitätsbetrachtung mittels Blitzschadensauskunft. Wer ist unter Ihnen jemand dabei, der schon mal auch eine Gefahrmeldeanlage austauschen musste, aufgrund von Blitz und Überspannung? Denn das ist nämlich für die Versicherung schon ein wichtiges Thema, dieses auch nachzuvollziehen. Es gibt hier bestimmte Verbände bzw. bestimmte Nachblättermöglichkeiten. Online beispielsweise, früher hat es geheißen, das Siemens Blitzsystem hier mal an der Stelle zu nennen. Der VDS hat diese Schadensauskunft auch beispielsweise. Und dann kann man bis auf 50 Meter genau kann man per Triangulation feststellen, mit drei Antennen, ob der Blitz tatsächlich neben der Anlage eingeschlagen hat, beziehungsweise ob der dafür plausibel sein kann, dass Beschädigungen an elektrischen Anlagen passiert sind. Das wird über die Laufzeiten dort festgestellt und man kann die elektrischen Felder messen und damit auch, wie stark war eigentlich so ein Blitzanschlag, von beispielsweise nur 3 kA bis zu 400 kA oder sogar auch mehr. Und das ist natürlich auch, oder kann, wenn so ein Blitz irgendwo mal direkt einschlägt, zu großen Beschädigungen hier führen, wie man sie auch hier an den LSA-Trennleisten mit dem Überspannungsschutz sieht. Genau, man muss eben aufpassen, die Verkabelung spielt hier eine wichtige Rolle und die gesamte Applikation, das muss in sich stimmig sein, auch mit dem durchgeführten Potentialausgleich. Genau, natürlich auch rechtliche Aspekte, denn wir haben auch Normen, Richtlinien und baurechtliche Anforderungen zu erfüllen und natürlich auch versicherungsrechtliche Anforderungen. Genau, der Handlungsleitfaden, das ist der wesentliche Kern, wie gehe ich vor? Man muss eine vollständige Funktionsprüfung auch durchführen und das mindestens nach Herstellerangaben und wenn die wenn diese auch durchgeführt wurde, nach 3 Monaten bei normalem Betrieb und keine Meldungen vorhanden sind, sind keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Wenn aber trotzdem innerhalb dieser Zeit unerkennbaren Grund Meldungen aufgetreten sind, ist gegebenenfalls ein weiterer Teilaustausch von Anlagenteilen bzw. Geräten erforderlich. Und natürlich muss man auch immer sich das Ganze ansehen, ein abschließendes Fazit, dass man das auch natürlich rund macht. Genau, das ist das alte ZVI-MacBlatt mit der zweiten Ausgabe dann auch überarbeitet. Und Sie sehen schon hier, der Scope wurde hier aufgemacht. Hier hat es nur geheißen in der Ausgabe von 2017, Brandmeldeanlagen sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Nein, jetzt haben wir hier den Blick geweitet, eben für alle Gefahrenmeldeanlagen. Was eigentlich wichtig ist, denn es gibt ja nicht nur diese zwei betroffenen Teile, sondern auch Einbruch, Zutrittskontrolle, Videotechnik ist hier auch ein Thema. Ja, und wir möchten damit natürlich auch skizzieren technische, gesetzliche, normative Anforderungen und natürlich auch praktische Hinweise. Und Planungs- und Projektierungs- Hinweise auch geben und das Ganze natürlich an alle Baubeteiligten, die hier natürlich dabei sind. An Bauherren, Planer, Architekten und natürlich Fachrichter und Behörden. Und letztendlich ist es natürlich auch ein aufzustellendes Schutzkonzept, das man hier erarbeiten muss und auch mit Sachverständigen, mit Beteiligten abzustimmen hat. Genau. Eben die Grundlagen, da muss man sich ansehen, hier die gesetzlichen Bestimmungen, sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen, hier insbesondere im Baurecht zu nennen, die Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen, die im Landesrecht eben umgesetzt wird als Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmung. Und hier kann man auch herausziehen, dass bei Gefahrmeldeanlagen, bei sicherheitstechnischen Einrichtungen der zusätzliche innere Blitzschutz hier ein Thema ist. Und das ist eine baurechtliche Anforderung, die man mit mal mehr, mal weniger Aufwand gut lösen kann. Wichtig dabei im gesamten Prozess, ich muss mir ein Schutzkonzept aufstellen und nicht nur erst beim Bau dieses erarbeiten, sondern bereits mit Beginn der Planung. Und natürlich auch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu klären, was sind denn die technischen Grundlagen, was ist äußerer Blitzschutz, was ist innerer Blitzschutz, denn hier kommt man gerne auch mal mit durcheinander. Das heißt dann immer im Umgangssprachlichen, ja, es ist Blitzschutz gefordert. Dann müssen wir als Hersteller fragen, ja, wo ist der Blitzschutz? Ist der im Gebäude innen oder ist er außen? Denn hier gibt es schon große Unterschiede, wie man bestimmte Techniken einsetzen muss und soll. Und natürlich auch die Errichtung und Instandhaltung ist ja auch ein Thema.
und natürlich auch für die Möglichkeiten der Installation von Kombi-Ableitern, für die Errichtung, Instandhaltung und natürlich auch wichtig für Sie, wenn Sie heute Errichter von GV-Medienanlagen sind, wie ist Ihre Haftung denn eigentlich? Denn das wird auch gegebenenfalls gut und gerne mal unterschätzt. Und so der Gro ist eher, sage ich mal, ja, wir machen ja Überspannungsschutz schon ein bisschen, aber eigentlich so richtig auseinandersetzen will man sich vielleicht doch nicht so. Das ist so ein bisschen so der stiefmütterliche Blick auf die gesamte Thematik. Das ist ein bisschen schade, aber wir wollen eben dann mit diesen Merkblättern dazu helfen, dass man dort eben ein bisschen feinfühliger agieren kann. Genau, und es gibt natürlich ja auch die entsprechenden baurechtlichen Anforderungen und dann kann man natürlich auch über diese Pfeilsystematik auch dazu kommen. Es ist zum ersten Mal ein äußeres Bildschutzsystem wichtig und zum anderen besteht das äußere Bildschutzsystem nicht nur aus dem 8 mm Aluminiumdraht und den Fangenrichtungen, wie man sie dort drüben auf den Stand sehen kann, oder auch mit den Fangmasten, sondern es gehört auch der Blitzschutzpotentialausgleich und der zusätzliche innere Blitzschutz und der Anlagenschutz dazu. Genau, und natürlich müssen wir auch im Anhang rechtliche normative Hinweise geben, denn das Thema ist wirklich so breit, man kommt von der VDE 0100 aus der Energietechnik auch zu beispielsweise zu Erdungsanlagen und Potentialausgleich nach DIN EN 50310. Und das ist hier schon ziemlich breit und wir haben dort einiges an Arbeit auch und an Stunden, muss man wirklich sagen, und auch an Tagen investiert, um hier gute Handlungsleitfaden und gute Merkblätter für Sie bereitstellen zu können. Und sieht man sich das mal so auf so einer Grafik an, das bildet im Prinzip das ganze äußere und das ganze innere System wieder. Wir finden hier, wenn man oben aufs Dach sieht, wo der Blitz angedeutet wird, sieht man auch schon direkte Einschlagsmöglichkeiten. Und Blitz hat hier an dieser Stelle die höchste und schädigste Wirkung. Und wir können natürlich, wenn Blitzanlagen richtig gebaut sind, auch bestimmte Schutzbereiche abbilden, wo wir dann nur noch mit elektromagnetischen Einflüssen in Form von Überspannungen zu kämpfen haben. Also hier an der Dachfläche im Besonderen oder beispielsweise auch, wenn es gebäudeüberschreitende Leitungen gibt, von Gebäude links nach Gebäude rechts drüber, dann muss man natürlich auch mit diesen bekannten, definierten Zonen auch arbeiten und dort passende Geräte auswählen, die mit dem Leistungsvermögen ausgestattet sind, um beispielsweise auch Blitze gegen die Erdungsanlage zu leiten zu können. Oder gegebenenfalls, wenn es Potentialhebungen über die Erdungsanlage gibt, diese auch auszugleichen. Also ein Überspannungsschutzgerät, ein Blitzstromableiter ist ein sehr schnell schaltendes grün-gelbes Kabel, könnte man sagen. Und das sind Nano- und Mikrosekundenbereich. Und dahingehend, wenn erforderlich, aus baurechtlicher Sicht oder aus planungstechnischer Sicht auch nochmal den Anlagenschutz herzustellen. Sie sehen dort angemerkt unten im Keller die Brandmeldezentrale, also die BMZ. Und dann kann man hier auch nochmal für diese Schnittstellen, beispielsweise für den Brandmeldeloop, weitere Überspannungsschutzgeräte auch platzieren. Und das funktioniert nicht nur, sage ich mal, bei einem Hersteller, sondern über die gesamte Breite der Hersteller muss man natürlich immer wissen, welche Signale hat dieser Hersteller auch im Einsatz. Und es gibt hier kleine, feine Unterschiede, die man immer herstellerspezifisch betrachten muss. Bei genormten Schnittstellen, beim Feuerwehrschlüsseldepot ist es relativ einfach. Da hat man Rückmeldekontakte, beispielsweise eine Heizung und dergleichen. 24 Volt mit kleinem Strom, außer bei der Heizung, und dann kann man die Geräte relativ schnell auswählen. Genau. Also, abschließendes Fazit auch zu dem Thema Blitz- und Überspannungsschutz bei GV-Meldeanlagen oder gesamt bei der Gebäudetechnik. Leider ist es oft unerlässlich, aber es wird stiefmütterlich behandelt, weil man vielleicht nur den Scope auf einen Bereich, auf einen Gebäudeteil hat und sich die Abstimmungen unter den Gewerken vielleicht gar nicht ergeben. Und deswegen ist es aber auch in vielfachen Normen, Regelwerken hinterlegt und gibt uns natürlich entsprechende Hinweise auch mit. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie jetzt sagen, ich kenne ja die ganzen Normen gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich die nachsehen muss. Sie sollen aber an dieser Stelle hier versichert sein, wir stehen hier und auch natürlich die entsprechenden Hersteller dafür, stehen hier natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung und da dürfen Sie auch gerne ansprechen. Es gibt hier jetzt viele Kommunikationswege seit natürlich dem Corona, immer mehr mit Video oder dergleichen. Da
darauf stehen wir natürlich gerne bereit. Ich an meiner Stelle, meine Kollegen im Außendienst, wenn Sie Interesse haben, kommen Sie gerne zu uns in die Halle 12.0, unten in der Ecke, links. Dann können wir das Thema gerne nochmal genauer und eingehender besprechen. Ja, ein hoher Schutz und die höchste Anlagenverfügbarkeit wird eben dann auch nur erreicht. Wichtiges Thema, nicht nur für Blitz- und Überspannungsschutzthemen, sondern auch EMV-Betrachtungen, energietechnische Leitungen und 2x2x08 ist die Leitung oder Brandmeldeleitung oder von den Einbruchmeldeleitungen müssen einfach elektromagnetisch getrennt verlegt werden in Kabelwarnsysteme. Am besten diese auch mit Deckel, mit 2x Potentialausgleichanschluss, passenden Überspannungsschutzkomponenten, nicht nur auf der energietechnischen Seite, also die Typenklassifizierung, das Ableitvermögen auch betrachten und natürlich auch Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen. Und bitte seien Sie an dieser Stelle versichert, bei informationstechnischen Ableitern, wo Sie kein grün-gelbes Kabel angeschlossen haben, da seien Sie an dieser Stelle auch alarmiert, das funktioniert nicht. Wir müssen den Potentialausgleich dazu verwenden, um die schädliche Energiewirkung auch abzuleiten. Ja, und letztendlich, das hatte ich auch schon mal angemerkt, eine detaillierte Planung von Blitz- und Überspannungsschutz ist immer herzustellen. Vielleicht ist Ihnen auch mit dem Hinweis, wir haben dort über viele, viele Stunden da zusammengearbeitet in dem Kreis. Vielleicht, wenn Sie da mal einen oder anderen Sachverständigen darauf ansprechen, die werden Ihnen bestimmt hier entsprechende Hinweise auch mitgeben können. Und am besten die Empfehlung von unserer Seite, stimmen Sie es frühzeitig ab, dieses Schutzkonzept, denn hinterher will man da eigentlich eine Anlage gebaut haben, die hinterher zu keinen weiteren Maßnahmen führen muss. Ja, genau, und baurechtliche Anforderungen vor Planungsbeginn prüfen. Es gibt hier, wie gesagt, die MVVDB, das Landesrecht, die VVDBs, hier bitte hineinsehen, denn da kriegt man von vornherein schon, wie könnte man umgangssprachlich sagen, die Kuh vom Eis. Und das ist natürlich an einer gewissen Stelle, wo Sie natürlich dann relativ entspannt in die Abnahme gehen können. Genau. Und bei Überspannungsschäden gerne auch die Handlungsempfehlungen hier berücksichtigen, eben aus dem verbändegreifenden Überpapier des VDS, des ZVI und natürlich auch des BHE. Genau. Ein Dankeswort auch an die Beteiligten, denn wir haben uns über, wie gesagt, viele Stunden, über viele Videokonferenzen zu der Zeit auch auseinandergesetzt und hat doch ein bisschen länger die Bearbeitung auch gedauert. Deswegen meinen besonderen Dank an die Bosch Sicherheitssysteme, den Karl-Heinz Mass, der heute auch nicht leider da sein kann, an die Firma Hegatron, den Herrn Bernd Grube, den VDS, den Herrn Thorsten Pfeiffer, der auch ein Begriff in der Sicherheitstechnikwelt ist, den Sascha Puppel, den Herrn Jörg Krauser auch, und natürlich nicht zuletzt auch die Beteiligten vom ZVI, der Herr Stegmeier, der Herr Mesch, mein Kollegen, den Herrn Alexander Schneck, der das bis zu einem bestimmten Punkt begleitet hat, und natürlich auch an alle anderen, die an der Erstellung mitgewirkt haben, wenn ich jetzt nicht explizit nennen kann. Beispielsweise im Hintergrund, wir haben vor, dieses Merkblatt oder diese beiden Merkblätter jetzt demnächst auch zu veröffentlichen. Es fehlt eine kleine Grafik, die nochmal in die Abstimmungsrunde geht und dann denke ich mal, dass wir spätestens im April, Ende April, diese Merkblätter für Sie auch bereitstellen können. Genau, und wesentliche Marktbegleiter an der Stelle, ich habe auch ein bisschen überlegen müssen, hier zu nennen, Phoenix Kontakt ist auch natürlich in der Halle gegenüber, in der Halle 11, wenn Sie Interesse haben, Obo Bettermann, Recap, Leutron und bestimmt noch viele mehr, die mir jetzt nicht an der Stelle eingefallen sind. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie später mit mir ins Gespräch gehen.